Oder ohne Mods starten. Ich bin gerade da ge dabei gewesen, den Warden zu ficken. Starte mal mit Optifine, okay. Ich versuch. Aus dem Nichts, Digga. Okay. So, jetzt? Du bist auf jeden Fall drauf. Gekickt worden. Jetzt geht's auf jeden Fall. Noch geht's. Ja, ich glaube dann, wenn ja, du jetzt geht's nicht. Safe. Jetzt steht wieder diese Java-Kacke. Bist du. Kann sein, kann auch sein, dass du eventuell. Dass es am Chunk liegt, weißt du, was ich meine? Willst du mal versuchen, auf andere Server zu connecten, Rort? Ich geh mal auf timolia.com. Was? Hast du ja auch auf deinem PC installiert? Ja. Ich glaube schon, ja. Also hier ist es nicht. Ja, da musst du vielleicht wegteleportiert werden. Oder teleportier also, mich kurz weg. Das ist am Chunk liegt auch manchmal, weißt du? Kann sein, dass es am Chunk liegt. Ja, teleportier mich mal. Schnell, schnell, teleportier mich! Ich bin wieder weg. Warte mal, bist du auf dem Server? Nein, natürlich nicht. Er kann mit Konsole doch machen. Kannst du mit Konsole machen? Wort sagt einfach alles, was ich sage. Ich hab einen dicken Schwanz. Was? Ich hab einen dicken Schwanz. Was? Ich hab einen dicken Schwanz. Wie, was? Was ist gerade? Ja, aber da ist dieser Warden gekommen. Ich kann nicht wegen dem Warden. Nein, du sollst nicht wegtippen, weil es immer ausgeht und ich nicht richtig gegen den Warden fighten kann. Weil ich sonst rausfliege. Achso, du fliegst nach einer Zeit immer raus. Ja, nach so, wenn ich 2-3 Sekunden auf dem Server bin. Okay. Oh nein, ich muss Minecraft neu starten kurz. Oh nee, kurz Minecraft starten. Aber du bist dann kurz auf dem Server und dann bist du gekickt, oder was? Ja, versuch mich so schnell wie möglich zu tippen. Okay. Ja, ich bin tippet. Aber alles um mich herum ist schwarz. Achso, jetzt wieder weg. Aber jetzt stürzt auch nicht mehr ab. Chunks unter 14, sagt mein Chat. Ja. Wegen Arbeitsspeicher, sagen die. Egal, ich verbleib jetzt erstmal so. Okay, danke dir, ja? Okay, Kuss. So. Digga. Zu wenig RAM Minecraft gegeben, Digga. Komm, Digga. Junge, Junge, Junge. Willi, was suchst du? Willi, hast du Quarz bei mir geklaut? Level eigentlich. Ich suche eigentlich gar nichts. Lass mal leveln und hilf mir ja, mit Quarz. Wir können ein bisschen, ja. Willi, hast du Quarz bei mir geklaut? Ich muss nein, noch anfangen. Ich bin doch gerade im Nether, warum sollte ich klauen? Sag Wallabilla? Wie Wallabilla? Sag Wallabilla, du hast kein Quarz von mir geklaut. Ich hab mir ein bisschen was geliehen, aber warum. Ja, aber warum fragst du mich nicht, Bruder Erz? Immer dieses Klauen, Bruder! Ja, wenn du mich nicht fragst, dann ist das Klauen! Du stellst in eine Position, in die ich gar nicht sein will! Genauso, Rohr!
hat also leise. Ja, genau so. Hey, ich hab dir doch deine Sachen zurückgegeben! Willst du mir jetzt 10 Jahre lang vorwerfen, dass ich bei dir geklaut hab? Mann! Digga, er ist der größte Gauner auf diesem Server. Real Talk. Digga, letztens, wir zünden Monte sein Haus an, er geht da rein und klaut 1-2 TNT und geht wieder raus, der Wichser. Wer? Ja, du! Bruder, ich hab nur umgerüstet! Digga, wie der alles so umschreibt. Ja, ja, er ist der größte Gauner hier, wirklich, Real Talk. Ey, wie sich das hier anhört, Hilfe, ich lieb's. Dieses Rumgescheuer. Es reicht, ne, auf einzugehen. Gehen wir. Ja, es fühlt sich an wie zu Hause, sag ich dir ehrlich. In der Gruppe fühlt euch stark. Fühlt mich heimisch. So. Oh mein Gott. So, gegeben, jetzt hab ich sie. Revi, komm mal her. Wo bist du, Bro? Edi, wo bist du? Ich komme, entspann dich. Ich muss Sachen weglegen. Nee, scheiße. Ja, nee, der will nur dank dir. Nee, ich sterbe lieber, verliere alles. Geiler. Korrekt, Digi. Ey, ich bin leider Level 6, der Rest auch. Weil ihr wissen wollt, wegen Medi. Was er sagt? Wo Willi heute Level Rollen aufgelegt. Also, ich war am Überlegen, hier so, also sozusagen 4 Stationen zu machen, wo ich Weed anpflanze. Also einmal hier durch. Hier, hier und dann hier und hier. Oh, wo bist du, Willi? Ey, Roat, können wir kurz darüber sprechen? Machst du Penta-Boxen halt so? Was ich gemacht hab gestern? Ich hab gewonnen jedes Mal. Bruder, bitte! Ja, ich hatte keine Zeit mehr, sonst hätte ich Schachmach gemacht. Ja, Schachmach. Was ist Schachmach, Digga? Nee, hast du nicht verstanden, Revi, ne? Nein. Aber er hat gut gespielt gestern, ja. Was meinst du jetzt? Aber bis jetzt Schachmach kenne ich, aber nicht Schachmach. Das ist falsch. Schachmach. Ja, okay. Mein Lehrer hat Schachmach. Hast du einen Schachlehrer? Jetzt hier unten eigentlich? Nee, ich meine mein Mathelehrer, deswegen ist er auch ein Bastard. Ach so, okay. Also bin ich ja, oh, yo, Bastard bin ich jetzt für dich, ja? Nee, du darfst dich nicht mit denen auf eine Ich hab die ausgefunden. Sehr schön, Omel. Hälfte geht an mich, Omel. Hälfte geht an mich, Omel. Achso, ich kann Küche. Alleine! Digga, ich bin hier. Jeder labert mich hier von der Seite an. Wo bist du denn, Willi? Wo bist du denn? Willi. Ja. Entspann doch. Ah, nee, dann scheiß drauf. Okay. Nein, aber es wird nicht. Medi hat ja eben 20 Mal entschuldigt, du hast nicht gehört. Ja, nee, voll korrekt. Ey, stand zufällig im Weg von seinem Pfeil. Ja, war auch so. Ja, das stirbt. Mein... Omid hat es übrigens geschafft, falls ihr es nicht wusstet, Leute. Omid hat es geschafft. Ja, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, ehrlich gesagt. Ich weiß easy Upload. Ich finde Diamanten in Minecraft easy upload. Heftig, Bruder. Noch keiner dieses Video gebracht. Ich hab das Thumbnail schon im Kopf. Vielleicht du mit so Diamant in der Hand? Nein, ja, Bro, das ist so FIFA-Pack-Openings. Mit so schreiendem Gesicht drauf? Ja. Ey, warum sind schreiendem Gesicht und macht noch jeden auf dem Server, der auf dem Server drauf ist, mit drauf. Mit Eli. Digga, ich hatte... Eli gar nicht. Chat, hatte ich nicht voll viele Raketen? Ich hatte doch voll viel, oder nicht? Ich hatte wirklich 4 Raketen. Ich weiß nicht, wo die sind. In irgendeiner Schalker-Kiste war das. Ey, wie war eigentlich dein Ding, Revi? Was du warst denn? Doch beim Arzt, oder nicht? Ja, ja. Wie war? Ja, der meinte, wahrscheinlich habe ich noch einen Meniskusriss. Gott sei Dank. Oh. Ja, ja. Tschüss, Digga. Das ist gottlos. Nein, Spaß. Digga, aber... Mit der Operation, weißt du jetzt? Ja, Montag habe ich. Also ist fest. Okay, nicht, ja. Ich muss das Lava, Willi, pass auf. Ja, ja, ich sehe. Aber ich habe. Kannst du meinen Quarz haben, guck mal. Willst du mich besuchen kommen, Willi? Gerne. Oh, Matthias! Sag wann und wo. Bro, das sind 2 Videos schon. in Köln und ich würde dir den Rest noch zukommen lassen. Ich kann dir aber auch, sonst schreibe ich dir gleich auf Twitch in deinen Chat meine Adresse rein, dann kannst du mir nach Hause kommen. Ja, ich gucke einfach, wann die beste Veranstaltung... So easy auszufinden, wo du dich operierst. Revi, ich gucke einfach, wann die beste Veranstaltung im Vanity ist und dann komme ich. Oh Bruder, wenn das dein Anlass ist, nach Köln zu kommen, dann ist aber wirklich einiges in deinem Leben. Im Unein... Ja, nee. Unein. Ja, Unein, ja, Schachmach, Alter, der kommt. Ich mach mich jetzt nicht darüber lustig. Finde ich aber ja, nicht lustig. Okay, hast auch recht. Tut mir auch leid. War ein Fehler von mir. Ich muss zurückgehen, ja? Alles gut, mein Bruder. Okay, danke. Hast du noch irgendein goldenes Kleidungsstück, Willi? Ich kann dir Gold geben und wir können was machen, wenn du was am Start hast. Am Stizzle, meine ich. Sorry. Sex, Klias. Egal. Ja. Passt schon. Heute gute Laune, oder? Hast du Kaffee getrunken, Willi? Nein, aber ich muss gute Laune kommen. Ich habe schon den ganzen Tag schlechte Laune. Ich hatte Training. Ja, richtig. Aber Minecraft ist, sagst du...
Ja, Digga, hier ist nur Lava, wir müssen Minecraft holt einen runter. Ich hol mir zu Minecraft einen runter. Und sowas feiere ich halt dann nicht. Der war, gar nicht, war auch gar nicht so abzusehen, dass du ins Kreuz kommst. Digga, ich habe heute was Gottloses erfahren, ne? Gott, geht einer von euch ins Solarium? Wenig. Außer sehr Sydney? Ja. Wenig, ganz, ganz selten. Sehr selten. Digga, ich hab, jemand geht in Soli? Ja, ich habe heute erfahren, ich sag keine Namen. Jemand, der ich kenne, der geht immer in Soli und kreuzt sich. Ja, Monte. Hä? So. Ja, der kreuzt sich ein? Ja, Marcel. Ja, Marcel. Warum? Oh, ja, nochmal Klinger. Oh. Macht das Monte auch? Willi, warte mal kurz. Das wäre so ein, wirklich so ein Monte-Fetisch, Digga. Retalk. Klar. Und dann spritzt er auf die Sonnenbanken und verkrustet das da so geeklig. Wie ekelhaft ist denn das? Du gehst ins Soli und machst dir da nochmal wirklich was locker. Auch respektlos, finde ich. Ist das eklig? Ist Sascha, sei ehrlich. Hä? Was hast du gesagt? Ob Sascha ist. Nee, ist was? Nicht das. Geht Sascha auf die Sonnenbank? Nee. Okay. Das ist ein geiler Upload, Digga. Ja, aber ich Sonnenbank ist auch nicht ehrlich. Oh, Digga. Ich war ja auch Sascha auf der Sonnenbank. Im Solarium. Aber es kann es nicht mehr bringen, weil meine Haut so kacke ist. Wie ist die also ich bin viel, ich bin richtig weiß, also ich bin so wandweiß mäßig ja, und das hat meine Haut total geschadet, also meine Haut total geschadet. Ja, auch. Bruder, hä? Hey? Hey? Ich bin legit eine Wand. Also dieses Weiße. Kann einer schlafen? Also keine ja, Ahnung. Nein, ich muss Creeper fahren. Ich habe keine Ahnung, ob du mich irgendwie so ein bisschen provozieren willst. Ich bin so weiß, oh Mann. Scheiße. Nein, oh mein Gott, nein. Oh Gott. Ja, okay. Jo, das ist so rassistisch auch. Ich bin wandweiß, ja. Und was bin ich? Dieser. Gold. Digga, das macht Amar jedes Mal bei mir. Kackbraun bist du. Ich sag zu Amar, gib mir mal bitte meine Jacke und der guckt mich an. Ja, warum ich? Das ist mega rassistisch, Digga. Jedes verdammte Mal, wenn ich Amar irgendwas frage, kommt er mir damit. Naja. Ja, was sagt er dann? Ja, er sagt immer, krass. Es ist mega rassistisch, wenn ich ihn frage, ob er mir eine Jacke geben kann. Willi. Ist auch krass rassistisch. Wieso? Wieso sagen wir das kein. Ich brauche nur, einen einzigen Netherite. Einer noch schlafen, oder? Nee? Nein. Ich fang grad Dings. Ich hab jetzt auch Gold gefunden. Ich fang grad Dings. Stell eine Frage. Irgendwas hier ins Thema, was noch nicht was ist mit Monte? für Titel. Leute, was ist euer Kontostand? Deutsche Mark, Alter. Karim Benzema. Kurz mute. Hier ist Nether. Wo? Digga, ich hab mir gestern auf TikTok, ich scroll so ein bisschen runter. Ey, und dann sehe ich halt, Ro hat seine Scheißfresse. Und auf einmal kommt dieses kurz mute, ne? Mit so Timer, ne? Ja, mit so Timer, Digga. 1,9 Sekunden, Digga. Kurz mute, wieder da. Hast du es, Medi? Nether? Ich hab ganz viel von dir. Digga, ey, Willi, wir hatten vorhin eine Diskussion. Ne? War da wirklich ein Nether? Ich will deine Meinung wissen. Pissst du in dein Waschbecken? Sag ja. Mach ich nur, wenn das Klo gerade besetzt und ist und ich richtig krank pinkeln muss. Also Sydney weiß, ich habe manchmal so Pissattacken. Was? Ganz schlimm. Ja, ich bin halt so, angenommen, wir sind jetzt in der Stadt, dann kann ich von 0 auf 100 muss ich pinkeln und dann nehme ich immer meinen Pimmel in der Hand. Damit ich das so. Ich habe meinen Pimmel in die Hand. Du kneifst ihn so zu. Er kneift seine Eiche zu, ja. Ja. Und ich bin mal mit. Aber kannst du es nicht normal zurückhalten so? Nein, weil bei mir. Ist Kontrolle kaputt. Nein. Ist so ich groß, nicht ein. Nein, weil ich. Eigenes Gehirn. Ich habe immer brutal Druck auf der Ding dann. Also wirklich. Hast du schon mal überlegt, dir so. Mäßig ein Gummiband mitzunehmen, was du drum machst, oder so ein Maiskorn vorne rein, damit. Ja, okay, Maiskorn. Okay. Ja, aber gute Idee. Ihr müsst euch vorstellen, ich musste mal krank pinkeln, also richtig heftig. Ich saß locker schon eine halbe Stunde neben Sydney im Auto, das ist so weird, mit meinem Penis in der Hand und irgendwann. Bruder, das ist end weird. Ja, das ist end weird, aber es hat schon so eine Zeit lang, hat sich schon so, ist meine Hand eingeschlafen, also so mit Blut vollgegangen, weil ich die ganze Zeit zudrücken musste. Wie drückst du denn da? Digga.
Und dann kam eine Ausfahrt und ich sag zu Sydney, ey, ich muss geisteskrank. Und Sydney blinkt, geht rüber, so nach dem Motto, wir gehen zur Ausfahrt und er zieht im letzten Moment rüber. Das erste Mal, dass ich überlegt habe, in seinem Auto zu pissen. Ne? Da habe ich den Typ in die Augen geguckt und ihn ausgelacht. Schlechter Mensch, Digga. Ja, macht man nicht gern. Weil ich sowas niemals Digga, machen würde bei ihm. Das Ding ist, war so, ich fahre so auf die Ausfahrtsspur, ne? Und der denkt schon so, oh ja, ich kann langsam ein bisschen locker lassen und so. Lass ein bisschen los vielleicht. Auf einmal ziehst du wieder rüber nach links und er, sein Blick, es war so geil. Oh. Medi, hast du was gefunden? Nee, gar nichts. Also hier ist noch Quarz, warte. 14 Dias. Oh nee, warte mal, das liegt hinten im Gang. Moin. Okay, moin. Moin, da ist er, Moment. Yes, geil. Okay, kann man schreiben? Kannst du die beschreiben? Was geht? Was geht? Oh, mit einer Frage. Alles gut. Sydney nervt. So soll es sein. Wie gefällt dir das Haus? Sieht scheiße aus, ja. Okay, danke dir. Wo denn, Medi? Ich finde den nicht. Rohr, ja? Hast du den Sternhimmel von gestern noch mitgenommen? Ja, habe ich. Gib mal ein bisschen was davon. Ich hab gar nichts. Wenn es gut aussieht, sag doch, dass es gut aussieht. Was soll denn das? Ja. Und wie war dein Tag? Super entspannt. Ich war im Solarium, beim Friseur. Okay. Unter uns, okay? Alright. Willi, wo bist du? Ich bin im Netherlands. Munter, warst du an der Palme im Soli? Wie meinst du jetzt? Du hast ja eingewedelt. Warte mal jetzt kurz. Was soll denn das hier? Hallo? Ich dachte, du wärst Willi, sorry. Hey, Omed, alles fürs Video. Omed, mach OBS-Aufnahme an, schnell. Willi, geh noch ein bisschen drauf. Ich frag nochmal genau nach, wie er meint. Mach nochmal, ich trau mich nicht. Was das? Was ist daran jetzt so witzig, dass ich beim Friseur war, Digga? Nein, Solarium. Ja, was ist daran witzig? Hast du da wir hatten gerade das Thema, ich habe einen Kollegen, immer wenn er ins Soli geht, dann ist er an der Palme. Also der holt sich einen runter. Und dann haben wir gesagt, das könnte auch so ein Monte-Fetisch sein. Nee. Hast du schon mal gemacht? Also ich bin ganz offen und ehrlich jetzt in der Runde hier. Wir sind unter uns. Ich glaube, das erste oder zweite Mal in meinem Leben, als ich im Solarium war, und das ist schon ein Augenblick her, bin ich irgendwie spontan schon ein bisschen horny geworden, hab mir einen runtergeholt, ja? Als hätten wir es gekonnt. Auf Gedanken. Aber das ist schon wirklich lange, lange her. Mit der Wärme dann ein bisschen geil geworden und dann konnte ja, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen, was das für Gefühle waren in meinem Schniedel. Weil du dich so selber angeschaut hast dabei und dann... Warte, Marius. Nicht so selbst. Nein. Okay. Digga, weil das finde ich gerade nicht so schlimm, weil ich... Mein Flugzeug wichsen ist noch schlimmer. Wer hat das gemacht? Warum macht ihr es auch im Flugzeug? Nein, ihr mal respektlos, Digga. Digga, warte mal ganz kurz, wie lange brenne ich noch? Der hat so viele Probleme, dieser Mann, ne? Das ist unfassbar. Er will in seine Flasche pissen. Der Mann ist sogar Wald gefahren, Ficoitus. Wer? Was? Wie war es, Sydney? Was ist mit Wald? Was hat er gemacht? Den Coitus im Wald, den er ausgeübt hat. Ja, aber das ist doch okay, das kann man auch machen. Nee, aber cool. Nein, er hatte eine kranke Route, Revi. Wir sind joggen gegangen. Route. Ja, wir sind joggen gegangen. Ich war mit ihm laufen. Mhm. Und dann hat er mir 1:1 seine Route erzählt, wie das immer abläuft. Wo der parkt und so, wie so ein Perverser. Ja. hier sitzen wir dann immer. Immer so stimmt, komisch. Immer so plan da war so eine Bank. Decken. Ja. Da war so eine Bank, da meinst du, da habe ich schon gefickt. Ja. Aber da kam dann ein Penner. Und wir sind voll am Laufen und es war schon ein bisschen anstrengend. Und dann haut er solche Calls raus. Naja, aber Flugzeug ist halt... Ja, Flugzeug ist eine Krankheit. Aber wirklich. Nur auf langen Flügen. Das nimmt 30 Minuten deiner Zeit weg. Das ist gut. Also, ist aber wirklich Game Changer. 30 Minuten bist du am Wichsen im Flugzeug? Hä? Bro, da sind Kinder an Bord. Ja, Ich stell mir einfach vor, wie jemand vor der Tür steht und so richtig kacken muss, Digga. Scheiße, Durchfall, so richtig nervös. Ja. Wie krasser und, ist, wie er aus diesem Klo wieder rauskommt. Jeder denkt sich, was hat der...
auf Handy. Was hat der da drin gemacht? Telefonieren. Ich vor, dich erkennt aber einer, wie du da reingehst und wartet die ganze Zeit und hört nur so Gestöhne und sagt danach, ob er ein Foto kann. Nee, oh, weißt du, wisst ihr, was ihr sagen könnt auf Langflügen? Dass ihr die Zähne geputzt habt. Ja, halbe Stunde, okay. Digga. Halbe Stunde. Ja, was hat der denn da geputzt? Ja, eigentlich ein guter Call, doch. Eine halbe Stunde. Er war einfach kacken. Rohat, hast du noch was von dem Material? Nee, gar nichts mehr. Durchfahrt oder so. Aber ich weiß, wo das ist. Ich kann gleich noch was holen. Digga, ich war das vorhin, er hat mich fast gekickt. Ich bin daran erinnert, dass Sascha und ich einfach an der Toilette den Sitz hatten. Gebumst, im Flieger und jemand wirklich so aufs Klo musste und das richtig geschungen hat. Egal. Ja, aber das ist Amateur. Hey, aber das ist wirklich, wirklich unangenehm, wenn jemand aus der Toilette kommt und er zieht halt einfach richtig den Scheiß, die Scheiße wieder hinter sich her. Das Schlimme ist doch, dass du da reingehst, du gehst rein und dann gehst du raus und einer wartet davor und jeder denkt, ja. Also öffentliche Toiletten, wirklich nur im Notfall. Wirklich nur im Notfall. Digga, aber das verstehe ich nicht. Willi musste so dringend kacken, er ist einfach nicht scheißen gegangen. Ja. Weil er Angst hatte. Ich? Ja, weil du Angst hattest, im Flugzeug zu kacken. Mal kurz. Ja, ich gehe nicht kacken, genau aus diesem Grund, weil ich nicht die Person sein will. So, keine Ahnung, bei mir gibt es nicht dieses leichte Kacken oder dieses entspannte Kacken. Wenn ich kacken gehe, dann brauche ich mindestens eine halbe Stunde und mach's mir. Ey, immer TikTok. Ja, und das Problem ist, das habe ich auch Robert gesagt, ich setze mich dann nicht in ein Restaurant oder so, weil dann werde ich abgespeichert als der Typ, der gerade kacken war. Auch bei den Kellnern und so. Ey, Diggi, da gebe ich dir jetzt mal einen Profi-Tipp, okay? Hört ganz genau zu, das ist jetzt auch für alle Zuschauer, das ist der Five-Hat aller Zeiten. Ein Telefonat faken. Was? Ein Telefonat faken? Richtig. Einfach mit dem Handy am Ohr rausgehen, auch wenn du mit niemandem telefonierst und einfach so tun, als wenn du ein langes Gespräch hattest. Und dann setzt du dich wieder an den Tisch und sagst, ey, sorry, ich war nur kurz pinkeln, aber was ist, kennst du das nicht, Monte? Du kommst dann zurück an den Tisch. Und dann war dann vielleicht diese eine Person, die du triffst, wo du gerade rauskommst. Und die hatte ich dann automatisch als der Scheißer eingespeichert. Und erzählt das dann vielleicht auch so rum. Ich bin gerade. Wie meinst du, aber was soll sie erzählen? Wer erzählt denn, Digga? Wer geht denn zum Bett? Ey, der war gerade kacken im Restaurant. Kennst du das nicht? Der Stinker des Abends? Kellner lässt dann schon hardcore. Digga, aber als ob der Kellner so sagt, so, ja, der hat ich sag euch mal was. Jeder kackt doch. Nein, Revi, man sagt dann schon so, Alter, der war richtig eklig, pass mal auf vor dem und so ein Shit. Pass mal auf, der hat gekackt, hä? Ja, hä? Nein! Revi, der Raum hinterlassen hat, darum geht's. Revi, pass auf, Sidney, Eli und ich, wir haben so Fotos gemacht und da war eine Person, die hat die ganze Zeit geschissen. Und es hat die ganze Zeit gestunken. Wirklich, das ist krank. Und es sind immer wieder neue Leute gekommen, durch diese Wolke gelaufen und haben Fotos mit uns gemacht. Die haben alle das Gehirn geschissen, wie geil. Ja, die hatten gehört, was machen die? Die treffen euch, die stinkt einfach nach Scheiße. Willi, du hast eben so ein Netherite aufgemacht. Drop das mal bitte eben. Okay. Ich konnte es eben ist minus 61 zu tief oder ist es noch okay? Zu tief. Nicht ins Feuer. Wie eklig. Ja, aber ich mach gerade die anderen Sachen. Ach so. Bei dieser Agent City. Aber du hast jetzt nichts mehr davon, oder was? Nein, ich geh. Nee, wir wollen nur diese Dings holen. Wir wollen nur dieses Material holen. Hä, wer ist denn Material? Revi, du kriegst einen Spezialauftrag sonst. Ja, Rohr, bring mir das mit. Ja, ich brauch einen vernünftigen Sternhimmel, Digga. Ja, Bro, sag doch erstmal, dass das Haus gut aussieht. Bedankt dich doch. Sieht super aus. Okay. Ja, warte, wenn Rohr mir mitbringt, machen wir das gleich. Willst du das Schlafzimmer unter Wasser haben? Nee, ins Wasser? Das wäre auch King, ja? Ich habe oben jetzt erstmal ein Schlafzimmer. Okay, gut. Hast du den Typen im Keller gesehen? Nee. Der ertrinkt die ganze Zeit. Achso, doch, das habe ich gesehen. Der heißt wieder ein Aquariumputzer. Philipp? Ja. Oh, warte mal, ich habe hier einen Big Hit gerade, Digga. Oha. Oha, Digga. Ich bin mal wieder in den Slots drin seit langer Zeit. Okay, nice. Gönn. Bist du gar nicht live? Doch, klar. Achso. So auf nebenbei. Hä? Ich dachte eigentlich, er hat Dias oder so. Ich auch. Ich wollte erst Dias bringen, jetzt wird es auch herzlich wirklich schlimm. 4000, Digga, schmeckt. Welches Game? Ey, ja, nice, Digga. Auch, ich hab nebenbei auf Autoplay, kennst du ihn doch, Digga. Ja, diese lockere. Der kann. Ganz entspannt. Aber jetzt raus. So. Jetzt. Ich bin daneben und jetzt reicht's. Jetzt gehen wir rein in Dings, warte mal. Jetzt gehen wir in Minecraft? Medi? Ja. Jetzt geht der Minecraft-Casino rein. Big Time, was sagst du? Warum zockt Medi auch, oder was? Opal Fruits?
Final Countdown. Final Countdown ist schon cool eigentlich, ne? Ja, nee, die zockst du auch, oder woher weißt du das? Nee, ich weiß das nur von den alten Monte Knossis. Okay. Okay. Was ist dieser Countdown? Das ist Final Countdown, ne? 58. Ist das? Ein Casino-Spiel. Ist egal. Was kann ich denn hier für einen Einsatz spielen? Auf dem Fünfer maximal? Sehe ich nicht, oder? Sind harte Zeiten, Digga. Januar ist der CPM auf YouTube nicht so gut. Jalla. Wie geil, dass du deine Spielsucht einfach anpasst, wie du verdienst. Das ist voll smart. Nee, nee, Digga, ich spiele einfach nicht mehr so, wirklich nicht mehr so viel. Im Vergleich zu früher, Digga, wirklich ganz entspannt. Ich auch nicht ganz mehr. Ganz entspannt. Free Talk. Nee, macht auch zu viel Kopfschmerzen. Mhm. What, ja, du bist allein, ne? Das nicht, boah, aber ich weiß, wo wir zu spielen. Meli, mit dir brauchen wir gar nicht erst anfangen, du Wichser. Ja, ja, nee, du, Rohat, bitte. Ja, also Meli und Rohat, Digga, sind zusammen auf jeden Fall mindestens genauso süchtig wie ich. Na, ja, auf gar keinen Fall, Digga. Nee. Nein, auf gar keinen Fall. Ich hab vergessen, Digga, du hast mit 16 Slots gestreamt, weil du deine Nein, das ist eine Lüge, Digga, das ist immer true. Okay, okay, Rohat, wir kürzen das ab. Sag ja, kurz mit. Wieder da? Mit 16, Alter. Nein, Walla Bila mit 16 nicht. Ich nicht. Okay, mit 17. Weiß nicht, wovon du redest. Frage, darf man das? Ich bin wie dreckig, Mann. Oh. Das ist doch illegal, oder? Ja, safe. Ich mach das mal hin. Digga, warum macht der so mit mir? Ich schwör. Oha, Digga. Medi. Noch ein Bicket? Es geht weg. Warte, es geht weg. Alles gut. Hä? Also, ich check's nicht. Man guck, doch, man darf weißt du, wo wir bei einem Rennen Turnier waren? Was der macht. Wo wir bei Amato hier waren, du hast die ganze Zeit nach WLAN gefragt. Ich dachte, du musst irgendwas checken und sagst du, nee, ich will spielen. Hey, das Handy war nicht für ein Gerücht, Digga. Das stimmt gar nicht, Digga. Wann war das denn, Digga? Das erste Turnier. Bro. Wie hat das Turnier. Wieso brauchte ich da WLAN? Weil Internet schlecht war. Weil du meintest, ich brauch voll dringend WLAN. Ist das wichtig? Du so, ja, ist voll wichtig. Und dann hast du bekommen und dann hast du gespielt. Ach, bei dem Paintball-Event? Ja. Nein, ach da so, muss ich okay. täuschen, Digga. Da nee, dann war das wer anders. Dann muss das, dann war das Trimax. So. Bruder, da reicht ich auch nicht mehr, Mann. Überleg mal, Digga. Hatte ich schon mal in Las Vegas? Bei dem Paintball-Event nee, war ich leider nicht Digga, dabei. Da habe ich auch eine einfache Theorie. Wenn ich nach Las Vegas gehe, komme ich entweder als Millionär oder als Obdachloser zurück. Ja. Obdachloser, vertrau mir. Ja, ich sag, glaub, du bist Millionär jetzt schon. Ich habe das ganze Geld von Sascha verspielt und mein eigenes. Sascha's Geld verspielt? Ja, guck, also ich habe gespielt und ich war so, oh mein Gott, ich habe das Doppelte rausgeholt, wie geil ist das denn? Da habe ich nochmal gespielt, so, oha, schon wieder das Doppelte. Dann habe ich einmal verloren, dann gespielt. Ne? Irgendwann hat sich, ja, ich habe die ganze Zeit Roulette gespielt. Irgendwann hatte ich das Doppelte von dem Ganzen, ich hatte irgendwie so 500 Euro plus oder so. Und dann habe ich alles auf einmal verloren. Weil du alles auf eins gesetzt hast? Nee, ich meine alles auf einmal, weil ich nur noch verloren habe hintereinander. Und ich war so, ach, jetzt, es kann nicht sein, dass sechsmal in a row rot kommt. Jetzt kommt safe schwarz und dann kam wieder rot. Ja, das ist ja die Regel, so ist das ja. Man muss ja zählen und dann beim siebten Mal. Hat Sascha die ganze Zeit bei Blackjack gewonnen und meinte der so zu mir, ja, hier, du, das, ich habe halt viel muss Lust raus. Gemacht, deswegen kannst du damit noch spielen und Mann, das habe ich auch alles verloren. Scheiß Lava hier, ich kack echt ab. Willi, hier kannst du ja, nicht spielen. Ich mach bei mir gerade zu, was, Bruder? Am besten gar nicht spielen, Krise, möchten wir nochmal ganz kurz was sagen. Was ist das? Das war gerade Krise. Das hat mir eine Lehre gegeben. Ich werde sowas nie wieder mehr machen, weil ich einfach nur Geld verspielen werde. Und ich habe gemerkt, Alter, das hat mich voll süchtig gemacht. Ich konnte nicht aufhören. Ich dachte die ganze Zeit. Und du musst auch auf deinen Freund aufpassen. Sascha ist nämlich auch hochgradig suchtgefährdet. Nein. Hä? Doch. Sascha auch doch nicht mehr oder sowas. Sascha hat sich so Krise bei mir im Casino genommen. Ich wollte los, er hat gesagt, nee, wir bleiben noch. Ja, genau. Genau so war's. Gab noch eine Cola umsonst, ne? Das sowieso. Bruder, ich sag dir ehrlich, die Cola schmeckt immer besonders gut. Wenn man da mal einen Zehner verzockt hat, Digga, dann hast du quasi für einen Zehner eine Cola. Plus gut. gemacht, auch mäßig. Ja. Hanni, wo bist du denn? Ja, bei Rohat ist mir das auch schon extrem aufgefallen. Online. Nein, Digga, ich zock nicht. Nochmal auf Rohat zurück. Das letzte Mal, als ich gezockt habe, war in Bahamas. Als wir da. Digga, da war bei uns im Hotel in der Lobby ein Casino. Was soll ich auch machen? Ja, stimmt, da kannst du nichts machen. Ja, nee, dann geht ja nur. Gangriff. Kannst ja nicht da vorbeilaufen. Ja, nee. Ja, Rohat, ne? Kannst du nichts machen. Nee. Lass gut sein. Ja, aber wie gesagt, bei Rohat, ja, doch. Digga, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt 6 Jahren hier nur ein fucking Stein habe, aber ich glaube, der reicht. Ich kann nicht mehr machen, sonst ist meine Hacke kaputt. Ich muss. Ja. Hoch eigentlich und ein bisschen farmen.
Sieben Hügel. Ja. Also Mops Farm. Brauchst du noch ein Namensschild? Ich helfe dir, Medi, wenn du mir weiter ja, ist gut, ich warte auf dich, bist du hier. Ich mache hier ein paar Fische weg. Was musst du da noch suchen, Medi? Ein Traum, an sich nur, er hat noch einen so Netherite, ne, oder wie die Kacke heißt. Liegt im Eingang. Aber ich glaube sogar, ich habe noch zwei von diesen Lappen in einem, einer Kiste. Chat, warum ist Chicken Nuggets mit Pommes so eine gute Kombi? Ja? Ja, ich baue hier vorne so eine Arena für PvP hin und dahinter baue ich mein Haus. Wo? Oh, da war der mal da schon wildes Pferd. Nee, doch nicht. Oder? Doch, ist ein wildes Pferd. Nein, das ist wild. Ist das wild? Ja. Ich will das sehen. Bruder, wieso sprichst du genau wie der Minecraft-Skin aussieht? Als hättest du eine Kippe im Mund. Wie machst du das? Talent. Ja, du kannst rechtsklick drauf machen. Rechtsklick. Und dann immer wieder, bis es dir gehört. Und dann kannst du das mit dem Sattel reiten. Wie steige ich ab mit Schiff? Welche Farbe hat das? Braun. So. Ah, okay. Ah, nee, das ist schon gezähmt. Das ist schon gezähmt, Bro. Du brauchst nur einen Sattel. Ich hab keinen Sattel. Willi, wo bist du gerade? Ich bin noch in. Ich hab einen Sattel. Land. Komm mal hier, Bro. Hier baue ich mein Haus. Hier. Nein, wo schlägst du das? Auf Lock? Was? Weiß ich nicht. 10 Minuten. Digga, du killst den, du Idiot. Okay. Komm mal hier. Hier baue ich mein Haus. Hier. Und hier vorne kommt die Arena hin. Hier. Nice. Hier kommt Arena hin, hier Haus. Ist Hub-Modus drin, Chat? Ich noch ein Casino bauen, ne? Oh, das gleiche wie das, was Joe gebaut hat. Aber ja, was so was Carscrafter gemacht hat. Wer soll denn da spielen? Ich weiß nicht. Muss mal gucken, ne? Es findet sich ja irgendeiner. Hast du noch ein paar Karotten für meinen Arsch? Für deinen Arsch? Ja, warte, Bruder. Ich guck kurz. Kleid sie weiter, bester Mann. Habt ihr gestern noch eine Diamantenwette gemacht? Ja. Basti Gerd gewonnen, oder? Oh mein Gott. Oh Gott, ey, Medi! Bitte, Medi! Basti allein hat mehr Dias gefahren, als wir alle zusammengeführt. Ich fick meinen Medi-Fuß. Digga, Willi und Medi. Walla. Nur wegen Medi. Schon wieder? Nein, diesmal nicht, ich hab gar nichts gemacht. Oh, Medi. Aber, Roak, bist du nicht an unseren Spot gegangen? Ach, ich küsse doch. Nee, sie hat das doch weggenommen, die Dias da. Wer? Isa. Ja, Ernst? Warum das denn, du Pflaume? Na, pass auf, ich bin da erstmal langgelaufen. Ich war so, oh, hier sind Dias. Hab die so abgebaut und alles so. Ich pack dir Karotten in deine Kiste. Die hat Roak sich schon extra freigemacht für die Challenge gleich. Ich so, was? Wie, der hat die sich schon freigemacht? Ja, damit der auf jeden Fall gewinnen wird. Nee. Aber ich sag, schon richtig freigebaut. Ich sag, mit dem freigemachten Dias von Roak hätten wir keine Chance gehabt. Niemals gegen Basti. Ja, der hatte auf jeden Fall. Das waren, by the way, ich glaube 20. Wie viele Stacks hat der gemacht? Ja, der Gewinner hat alles bekommen, oder was? Ja. Er hatte am Ende 5 Stacks Dias. Aber wie viele Dias hast du da gefunden, Isa? Das waren, ich habe Fortune 3, das heißt, da kann aus einem Dia, ich glaube, 4 rauskommen. Ich hatte 20 maximal rausbekommen. Dann schuldest du mir 20 Stück. 1920, ist kein Thema. Isa, wo bist du? Ich bin hier. Weil das war ja unser Spot, wie dreist du einfach bist. Ja, Marcel, das ist gar kein Problem, die kannst du wiederbekommen. Das war einfach nur für die Fairness. Du kriegst die 19 Dias wieder, kein Problem. Aber für welche Fairness? Du hast Diebstahl betrieben. Was für Diebstahl, hä? Diebstahl betrieben? Ey, Revi. Ja. Ich bin jetzt die ganze Zeit runtergegangen, ne? Ja. Reicht, okay, also ich habe jetzt 30, 23 Dias, reicht das? Ja, reicht, safe. Reicht? Was nochmal die Koordinaten vom Portal? Warte, Bro, ich hab das vorhin reingeschrieben. 70 minus was? Da gehe ich wieder hoch. Minus 40. Okay, Willi. Weil wir gestern verloren haben, ne? Habe ich mich auf die Suche gemacht, damit hier nicht nur ein Trident, beziehungsweise ein Dreizack auf dieser Map ist, haben wir jetzt beide auch einen. Mashallah, Isa! Dafür, dass wir verloren haben, aber ist ja egal. Jetzt hast du auch einen Trident. Yes, sir. Danke, Isa. Ich wollte sowieso keinen, Isa. Isa, hast du auch auf ganz entspannt diese Dias noch? Die sind blöd. Ja, komm her, du kriegst schon wieder einen Dias. Alter, schon die vierte, die so verbrennt. Er ist der größte Gauner, ne? Nein, Bruder, sag nicht so. Ich bin wegen Medi auf Level 0. Nee, bist gerade nicht ins Feuer gefallen. Nee, davor war ich ja nicht hohes Level. Nee, selbst wenn du davor Level 90 wärst, wärst du jetzt verkackt. Ich meine, dass du ins Feuer fällst. Meine Schuld. Nein, das ist meine. Ja, die Diamantenspitzhacke ist bald weg. Isa hat immer ein das ist der verrückte Keller von Isa. Wenn ihr hier landet, das ist der verrückte Keller. Ich bin den am Sortieren, der wird noch besser. Dieser Villager-Keller? Ja. Nee, ein echter Keller. Achso.
Brauchst du auch eine neue Spitzhacke wahrscheinlich, oder? Ja, aber nicht verkehrt. Digga, wie viel Stress er hat beim Craften. Guckt euch das mal an. 23. Ich hab noch welche. Stell eine Frage. Ich hab 29 Dias. Was kann ich mit 29 Dias machen? Rüstung craften, ne? Ja, ich bin Realtalk nicht schlecht, ne? Ohne Witz. Was würdet ihr machen, wenn ihr einen echten 29 Dias finden würdet? Isa ist mein Arafat. Das ist mein Was ist das? Papa Isa. Ich hab keine Ahnung. Papa Isa regelt das mit Chellen. So, Papa Isa, kannst du mir vielleicht. Oh mein Gott, ich hab keine. Und Rohat ist ja ganz cool mit Ding, ne? Hallo. Halt deine Fresse jetzt. Was habt ihr da eigentlich gemacht, Rohat? Ja, übertreib doch nicht, Digga. Wer ist denn? Wer ist denn aber aus Duisburg? Wer ist denn auch wirklich nicht, ne? Marcel? What? Ist Marcel im Fullmute? Isa, was war da? Kurz mute. Wo war was? Ja, was Rohat gerade gesagt hat. Digga, Medi, kannst du mir Quarks mitbringen, bitte? Von aber unten? Was hat denn Rohat gesagt? Dein Quarz ist verbrannt. Ich habe alles mitgenommen, was da noch lag von dir. Da war kein Dings dabei. Was war noch dabei? Warte kurz. Silberrüstung. Was denn? Sind normale Steine. Traut sich nicht. Wie der heißt. Das ist deine Kacke. Brauche ich jetzt. Das ist die Frage, wie komme ich hier raus? Hello, aber aus Duisburg. So, ja, der. Rohat, hast du Stöcke für mich? Bruder. Ich bin gerade Nether. Geht's noch? Ja, hier, okay. Die Dias. Im End. Guck mal, ja, ja. Weil ich so ein guter Mensch bist, kriegst du sogar ein Dia mehr. Was bist du denn, die Dame? Achso, da. Heute geht's direkt kaputt. Oh, Digga. Warum gibt's 70 minus 40, ne? Das heißt, hier bin ich jetzt richtig, aber... Du bist richtig, Medi. Ich hab Angst, dass meine Spitzhacke kaputt geht in der Zeit. Da mach ich Eisen. Die brauche ich ja unbedingt. Aradat ist eine Clangröße aus Berlin. Ah. Aradat? Aradat. Aradat. Aragorn. Habibi Aradat. Aragorn. Von Erde. Aragorn, Junge. Er ist es. Noch Erde, weiß ich. So. Der Dune da. Ich will das in meinem Texture Pack die Villager jetzt genau diesen Sound machen. Die machen Baba-mäßigen Sound. Aha. Ich hab hier noch eine Hacke. Schön gesehen, Chat. Ja, du bist der Beste. So verliere ich eigentlich. Scheiße. Kein Leben? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn das jetzt auf zu mich. Oh mein Gott. Ja, nee, ist krass wieder, was bei dir passiert. Sydney? Ja. Ich war eine Woche clean, ne? Echt? Als ob. Kein Heroin? No cap, but ey. Back to back. No. Mit oder ohne Hilfsmittel? Ohne. Boah. Echt jetzt? Aber. Ja, Bruder. Du hast gesagt, warst? Ja. Heute noch. Back to. Heute wieder Debüt gehabt. Oh, shit. Debüt vom Debüt, Bruder. Come back. Fühl ich. Real quick. Ich hatte auch Dings, jetzt auch wieder Debüt. Lars, ich bin gleich tot. Heute? Nee, vor ein paar Tagen. Wieso hast du jetzt eigentlich auch so einen Dreizack? Bei mir ist seit WM-Finale. Weil ich ein Bastard bin, Digga, deswegen. Ich hab doch gesagt, ich finde zwei Stück und ich habe gestern zwei gefunden. Boah, so ein Quatschkopf, Mann. Wie ist Leben so? Ich habe eine 8,5% Chance, dass der droppt. Normal. Und irgendwie eine 6,5% Chance, dass du so einen Zombie findest. Ah, scheißegal, das verstehst du nicht. Der Rohat, hast du Fackeln? Kann ich jetzt erklären. Bei mir steht vorne so, links. So verkraftet die Alte. Okay, let's go, guys. Nicht normal. So verkraftet die Alte. So, will hier irgendjemand mit auf große Reise kommen? Nein. Wohin? Ich bin gerade auf große Reise. Bitte, willst du in die... Ohne macht eh gerade einen Upload, Monte. Ja. Komm her, Lisa. Was war ein Upload? Damit hat kurze Idee gerade gesagt hat, komm her. Mit Monte auf große Reise. Dumm sogar. ich in Monte decken. Minecraft. Digga, ich komme hier nicht mehr raus, komm ich jemand abholen. Ich komme dir entgegen. Wo bist du? Ach, gehst du wieder runter? Niemals was mit Monte. Ja, Jungs, wenn einer mich abholt, dann kriegt er zwei Dias.
Wo bist du, Medi? Warte, ich komme sofort. Ja, mit. Ich bin 63 minus 38. Höhe 15. Von dem, wie soll man dich abholen? Nee. Sollen wir dich in den Arm nehmen oder was? Nein, abholen halt. So, ja, und dann? Komm. Okay, warte mal. Dass ich weiß, wie ich rauskomme. 63? Wo bist du, Ahmed? Medi? Warte kurz. Bin auf. Scheißbogen. 2. Kommst du jetzt mit, Iso, 60, oder nicht? 16 und minus 8. Alles 60, ready? 16. Okay, ich warte am Haus. Also 60 minus 8, 60 minus 8. Ich bin raus auf meiner Schaukel. Chat, ich mach kurz Cam aus. Weil ich mit meinem Zahnstocher an meinem Zahn ein bisschen rumfummel. Und ich nicht will, dass ihr mir dabei zuguckt, weil es unangenehm ist. Aha. Hier, Chat, ne? Nein, ich will nicht. Wir machen heute noch Inneneinrichtung bei dir, Marcel, ne? Warum geht ein Rohr die ganze Zeit rein und raus? Ist er schon wieder gestorben? Ja, ich mache ein soziales Projekt. Projekt? Oh, wie oft leiht mir Isa ihre Rüstung aus? Leihen, schön gesagt. Ja, ich sag's dir. Ich geb sie dir, ja. Dass man hier nicht einfach wieder einen Weg findet zu einer Kappe, das ist. Hä, hat jemand Papier? Ich hab kein Papier mehr. Oh, ja, genau. Bambus vorne von der Farm. Oh, ist er noch? Sieht nicht schlecht viel? Aus. Ja, ja. Fucking Sleeper, man. Geh einfach hoch, Digga. Ich wollte mich hoch. Nee, fucking Sleeper, man. Wenn Sand kommt, kommt Sand. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 39, Check. Glaubt ihr, das reicht? Revi, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Farm Quarks. Revi, kann ich dann mir ein bisschen leihen? Nein. Okay, easy. Brauch selber für Haus. Ja, ja, klar, mach mal. Aber nee, passt, oder? Nee, super. Dann haben wir da einen Deal. Super. Ohne Ader. Ey, wenn da richtig viele sind, das heißt doch eine Ader, oder, Revi? Eine Eisenader, zum Beispiel. Ja, kann man sagen. Niemand nimmt Gott. Sag keiner, Digga, du hast sicher irgendwas. Doch, Lisa hat das immer gesagt. Einer hat Minecraft-Tutorial geguckt. Ey, wann findet man eine Eisenader? Ab wann sagst du, das ist eine Ader? Ey, das ist, wenn da ganz viel Tuff ist und ganz viele so auch Roheisenblöcke. Ja, danke. Wenn du mit der Spitzhacke das richtig schnell abbaust, ist so ein bisschen grünlich, ist ein bisschen aus wie ein Stein. Ja, genau das meine ich nicht. Aber hat man eine Eisenader? Ja, also da kann eine Eisenader sein, muss nicht. Ja. Da kann eine sein. Und du findest eine, wenn zum Beispiel so richtig Eisenblöcke da drin sind. Dass du nicht nur ein Eisen findest, sondern 9 direkt. Was? Achso? Nee. Okay, scheiß. Okay. Wo seid ihr eigentlich, dass Minecraft durch Mundpropaganda populär wurde? Hä? Ja, mit halt Ach, Ahmed. Warte mal ganz kurz. Digga, du bist gerade in der 9B und willst auf Klugscheißer machen. Retalk. Aber was wirklich krass ist, ist. Creeper waren eigentlich ein Fehler. Wisst ihr das? Nein. Mann, einer hat Tutorial geguckt, Digga. Omel, Digga, was hast du dir für Videos gestern Nacht reingezogen? Ja, minus 100 Videos. 10 lustige Fakten über Minecraft oder sowas, Digga. Gestern Abend noch reingezogen. Und heute faktisch abonniert. 10 Fakten, die keiner glaubt. Ja. Digga, hä? Soll ich noch einen Fakt? Noch einen Fakt, okay? Ich sehe so oft auf Snapchat, Montana Black sein Vermögen, das haut euch um. Ja, und so geil, die Videos. Aber immer alles so komplett falsch. So. Ja, genau. Aber auch so viel Werbung. Ja, ist wirklich viel Werbung. Kurz mute. Wusstet ihr, dass Minecraft für ein Cave Game hieß? Wie hieß das? Hört doch jetzt mal bitte auf, Omed, wirklich. Nö. Ich drop solche Effects einfach mal, wenn ein bisschen rum. Ja, easy. Ey, ich liebe euch richtig alle. Das gibt mir gerade richtig die Master Scorpion Vibes, ich weiß nicht warum. Ey, Sidney, ich liebe euch wirklich. Ey, Sidney, ich liebe euch. Mach mit, komm. Ja. Hat jemand von euch das? Ja, Digga, also ich bin jetzt schon eine Woche und ich muss sagen, macht echt richtig Spaß mit euch. Ja, wirklich. Ihr seid alle krass ans Herz gewachsen. Meint ihr es ernst? Die unvergessliche Zeit, ja. Oh, mir auch. Nein, ich meine nichts ernst, Alter, nicht eingesammelt. Isa. Ich meine da nichts ernst, Isa, nichts. Oh. Okay, ich meine nicht. Hast dich eingesammelt. Ja, klar. Ja, das macht doch Bock. Du bist ein schlechter Mensch, Junge. Maul, das ist aber Spaß. Okay, ich bin ready, Marcel. Mann, wo ist denn mal hier einfach mal eine verfickte Dreckstreppe? Ey. Ja.
Ich treibe mich gerade zu dir vor, ne? Ja, ich renne hier durch die ganze Höhle rum. Das ist so, du bewegst dich, weil ich grab hier gerade wie ein Verrückter. Ah, Bonus. Echt? Ja, natürlich. Ach so. Isa, Fakten, Omet? Dann komm ich da jetzt einfach gleich hin. Ja. Ich habe gerade eine Eisenader gefunden, aber ja, ich habe das Eisen nicht aufgesammelt. Das ist smart. Das ist gut. Ist egal. Sehr geil, markier das. Einfach ein Upload wieder, oder? Das Ding ist, wir kriegen hier epischer Minecraft-Day. Ich glaube niemals, was passiert ist. Mit Monte. In dieser Folge. Mit Intro. Er hat einfach schon 20 Uploads gemacht. Das ist richtig random. Revi, halt du dein Maul. Ich bin einfach in dein Stream reingekommen. Oh! Du hast einfach 8 Videos hintereinander produziert. Ja, Bro, weil ich halt so viel mache. Du hast ein Bier gefarmt. Ja, Revi, mach halt jetzt wieder. Das ist ein Dia gefahren. Ja, yes. Nur du machst wieder, ich nicht. Hä? Wir nicht. Hä? So. Warte mal. Also, ich stell dir gleich wieder saudumme Fußballfragen, Willi. Pass auf. Willi. Willi, Digga. Willi. Heißt Will. Will. Willi. Willi. Digga, das Ding ist hier komplett over, ne? Willi, wo bist denn du gerade? Ja, ich box mich hier gerade vor, warte mal. Ja, Digga, das schwebt einfach, lol. Guck mal. Ja, dauert noch. Ich hin bin. Was macht er da? Ach, Mädchen. Junge, so viele kommen in meinen Stream und fragen einfach, was ich da mache. Upload. Upload machst du. Arbeiten. Okay. Willi, was war die Koordinaten, die ich dir vorhin genannt habe? Was war das? 60 minus 8 oder so? Oder? Nee, nicht 8. Minus 16, oder nicht? Mm-mm. Du hast 60. Ich glaube, minus 8 waren das. 60 minus 8. Höhe 16. Ich glaube, 16 waren es. Digga, wenn okay, du mit Schalker nicht hier kämpfen musst, ist wirklich respektlos. Ach, soziale Schalke! Die Nerven so krass. 60, 16, minus 8. Ja, okay, es war minus 8, ja. 60, 16. Ja, jetzt soll ich da wieder hin, weil ich ein Idiot bin. Ein Dummer. Reicht das, Chat? So zwei Stacks von diesen Lampen. Ja, von diesen Dingern, glaub schon, safe. Du hast ja nicht so viel Decke. Ich nehme noch ein bisschen mit, zur Sicherheit. Ist richtig. So. Ja, der Weg ist richtig, Chat. So. Ich würde es gerne mal kleiner machen. Wie macht man dieses F3-Menü kleiner? Weiß ich gar nicht, ob das geht. Das sind zwei Sachen eigentlich. Einstellungen. So. Hier war ich jetzt. Richtig. Zack. Isa? Boah. Die ist unten mit Monte im Channel. Entschuldigung auf HOT. Roald, wie viele Dias hast du von mir genommen? Gar keine. So, voilà. Ein Dia. Mach deine Dias einfach oder deine wichtigen Sachen, diese schwarze Truhe, da kann keiner ran. Ja, ist doch okay. Wenn jemand was braucht, soll er ruhig nehmen. Nee. Und nicht, Digga. Natürlich tue ich nicht. So. Wie viel habe ich? Das nicht ab, Mann. Meine Weed-Plantage wird so krass. Was? Machst du auf Kombi oder normal? Ohne Kombi. Kein Kombi bei mir. Ohne? Kein Kombi. War gerade schwer, Bruder. Okay, ich bin draußen, tatsächlich. Ich hab wieder rausgefunden. So. Nice. Ich bin wieder raus. Sydney. Ja. Ich hab wieder rausgefunden. Okay, top. Du musst mich nicht suchen, komm.
Warte, wie mache ich denn jetzt rechts? Das ist auf minus 8. Ich bin dabei 96. Muss ich mal nach rechts? Ja. Basti hat so einen Quarz-Villager, ne? Ja, ich weiß. Wo ist der? Warum sagst du mir das nicht? Wo ist denn der? Ja, der bringt nicht so viel. Warte. Oh Gott. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? 888 und 205. 888, Gott sei Dank. 205. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alles gut? Ja, ja. Ja, was ist gerade? What happened, bro? Es knallt hier richtig Quarz. Das kracht, ja. Was fliegt denn hier? Richtig geil, aber. Oh, ist Gott nice. Sei Dank. So, es könnte sein, dass wir uns jetzt eigentlich bald wieder sehen. Ist eigentlich hier so möglich. Ich bin einfach direkt wieder da, Chat. Gott sei Dank. Ich weiß selber nicht wie. Wo war das Portal? Welche Koordinate? Welches? Das Netherland-Portal? Nee. Okay. Endportal. Ja, hier war das Chat, ne? Ja, ja, hier, hier. Okay, ich bin wieder da. Du baust dich gerade runter, Willi, oder was? Ja. Was bist du für eine Höhe? Gib mir eine Sekunde, ich werf gerade Sachen weg. Und dann kann ich gleich mal gucken, vielleicht sehe ich dich durch die Wand, dann kann ich hier entgegenbauen. 23. 29 Dias. Ist bei 00, ist da Dings-Chat? 00 ist Baba Peace aus Kitama. Ja, Mann. Das wollte ich gerade sagen. Das ist Hinteraufsteigung, ne? Mhm. Das wollte ich gerade. Track 2. Koks ist gemeint, wenn ich flex meinen Lied ansehe. Ja, aber ich sag, das Intro war das beste Lied. FFM. Lass die Hater haten, lass die Crafter craften. Oh. Schön gesagt, mein Bruder Herz. Sieben, ja, Rot hat eins genommen. Also, Diamantenstiefel 4. Was bist du für eine Höhe, Willi? Wo war das? 12. Du bist minus? 15? Ich bin 16. Also das erste ist also 16. Nein, das erste ist um die 60, so 50. Mal einfach 50. Oh. 50. Das erste ist 50, das zweite 16, das dritte minus 1,2. Das geht ja immer relativ schnell hier. Also erste ist 60. Ja, 40, 50, 60, sowas. Das ist hier so ein großer Dings. 60, hier rein. Aha, hier. Ich sag dir jetzt aber, was mein... Warte mal. Es kann sein, dass ich... Ja, von hier bin ich doch gekommen, oder nicht? Ich bin jetzt bei 60, 16, ja. Minus 11. Hier stehe ich jetzt hier richtig genau gerade so. Digga, ich bin in irgendeinem Gang. Ja, hier ist auch mittlerweile ein langer Gang. Ja. Ich sehe so eine große Fläche, da waren wir vorhin auch da. Hier bist du auch, glaube ich, sogar gestorben. 60. Diamantstiefel. Hey, kann man nicht hier wieder zurück? Diamantenbeinschutz. Diamantenhaus. Schöne Sache. Gib mir eine Sekunde, Medi. Alles gut. Ah, da. 3 Stunden ziehen wir uns schon eine volle Diabos. Ist ja schlecht. Kann einer schlafen? Oh man, not again. Willi, du musst weiter runter. Ich hab eben geguckt, du bist ja Höhe 33. Ich bin ja Höhe 16. Also musst jetzt theoretisch noch weiter runter. Noch weiter runter? Ja, du musst ja theoretisch da, wo du gestorben bist, weißt du? Da bin ich ja grad. Ja, okay. Also ich glaube, von Platz, wo du stehst, ist richtig. Ja. Nur du musst theoretisch noch jetzt tiefer. Runter in den Boden. Genau, tiefer. Ja. Und? Seid hier wieder gefälscht mit der scheiß Lava. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. So. Das ist hier immer eine scheiße Chip, ich sag's euch. Let's go. Wo hab ich das denn getan? Hier. Immer so eine Angst wegen dem Feuer, wenn mich das hittet. Boah. So, oh. Ich kann pennen, wenn ihr pennen könnt. Ja, gerade. Zack. Oh, 1 von 3 steht bei mir. Einer, kann einer noch pennen? Moment. Was denn? Was? Moment, 1 von 3. Lege wie. Kann einer pennen? Nein. Ich spuck auf euch. Ich bin in der Hey. Was ist denn? Hey, geh mal, Pen, Rot, wir Pen. Brauchst du einen Mund? Das hier.
Digga, was ist das für ein Material hier, Digga? Der Medi bei mir kracht. Ich hab keine Ahnung. Was für eine Höhe bist du gerade? Ist Revi da? Ja, hallo? Revi, ich habe jetzt eine komplette Dia-Ausrüstung. Das ist gut. Was soll ich jetzt machen? Scheiße, Digga, sei doch ehrlich. Soll ich Haus bauen? Ja, wird schon machen, oder? Also du kannst auch verzaubern jetzt die Sachen halt, ne? Hier, Chat, ne? Revi, wo bist du? Nether gerade, todesweit weg. Goldbarren. Ja. Wegen diesen Lampen, oder wie? Gleich da, Medi. Ja, alles gut, also. Boah. Ja, ich hab die jetzt alle gefarmt. Aber sieht gut aus, oder nicht? Ja, schon. Geht das? Ich muss jetzt nur noch eingehen, wie ich das mit der Plantage anfange. Ah. Weißt du, was du dir machen kannst? Macht. Sehr gut. Willst du das alles am Boden wachsen lassen direkt? Ja, ne? Ja, ganz gut. Guck mal, weißt du, was du hin musst? Guck mal, diese Tannenbaum. Nicht in den Waschbecken. Ja. Da gibt es diese Dinger, die aussehen wie Gras. Wenn du das holst, mit einer Schere kannst du die abschneiden und dann kannst du die mit Knochenmehl wachsen lassen. Dann sind die so 2 hoch und dann kannst du das überall hinstellen. Okay. Kann man denen andere Farben geben? Nee, ich glaube nicht. Warte. Nee. Schade wiederum. Aber es gibt so, eins hat das Lavendel, das hat so lila Blüten, das ist auch 2 Blöcke hoch, das könnte dann so kuschmäßig aussehen, weißt du? Digga, dauert das lange, Alter. Yeah. Es dauert so lange, die Kacke zu bauen, Alter. Nein, Alter. Medi, komm mir mal ein bisschen entgegen. Ja. Du bist Höhe 18, hab ich gerade gesehen. Ja, 18. Mal kurz überlegen. Guck mal. 18, ich bin da. Kracht nämlich gleich bei mir. Komm jetzt gleich Kracht. Ding ist, ich weiß nicht, in welche Richtung ich perfekt zu dir laufe, weißt du? Der Chat muss helfen. Das sind, glaube ich, 50 Blocks noch ungefähr. Ja, und das Geile ist, dass sobald ich mich einmal irgendwo hochbaue, wieder direkt Lava in die Fresse kommt. Das ist so nervig. Wie sind deine Koordinaten gerade? 18, 60, 18, 61. 60, 18, 61, okay. Ja, minus 61. Minus 61, okay. Ich laufe mal so ein bisschen Richtung minus 61 hin. Ja. Weil dann... Und jetzt kracht's, Chat. Spätestens jetzt kracht. Mach mal jetzt. Mit dem Holz, Chat? So? Passt, oder? Plus. Okay. Jetzt Handarbeit, Chat? Das ist ja krass. Bei wie viel Plus bist du vorne? Vorne bei 60. 60 und hinten auch minus 60, ne? Ja, minus 60 ungefähr, ja. Okay, ja, dann habe ich jetzt hier einen guten Weg ungefähr. Sand. Ich kann auch Quarz machen, ne? Sieht auch ein bisschen mehr Hightech dann aus. Wie du, also wenn du nicht viel brauchst, dann nehme ich ein bisschen, weißt du? So Hightech-Plantage. Ja, wenn nicht zu Hightech ist. Was war hinten? Minus 60? Ja. Ich kann nicht an dieser Achse laufen. Glaubst du mir das? Ich krieg das nicht hin. Das fällt mir so schwer. Bruder, ich muss auch gleich loslassen. Ich mach die krankeste Handarbeit, die es hier gerade in Deutschland gibt. Ich muss irgendwie zu dir kommen. Ich muss irgendwie in deine Nähe kommen, dann kann ich mich hochbauen zu dir. Weil du bist nicht mehr weit weg. Entweder kommst du mir jetzt entgegen oder ich muss loslassen. Nee, ich muss gucken, dass ich entgegenkomme. Okay. Dann können wir zusammen einfach hoch und gut ist.
ich nicht wieder scheiß Lava komme. Also warte mal, ich bin jetzt minus 12, minus 13, das macht aber keinen Sinn. Sag mir bitte mal deine genauen Lots, Koordinaten, bitte wo du jetzt gerade bist. Schick mal kurz bei Medi oder Chat meine Koordinaten rein. Ja, oder so. Habt ihr eure Häuser eigentlich einfach so gebaut oder mit Vorlage? Also ich mit Video. Ich hab meinen Eingang mit Video gemacht, den Rest dann so. 59, 18, minus 50, okay. Vorne ist aber plus 59.